Volle Strände am Atlantik und in Südeuropa. Viele, die hier so richtig in Urlaubsstimmung sind, vergessen schon mal, den nötigen Abstand zu halten. Deshalb gibt es vielerorts erneut Corona-Gegenmaßnahmen. Jetzt gleich dazu die Lage in Schweden und in Kalifornien. Wir zeigen auch den brutalen Krieg um Kokain mitten in Europa. Und das müssen Sie sich anschauen, wie die Frauen im Sudan sich und ihr Land befreit haben. Klasse, dass Sie hier sind. Sie hatten es so schön im Griff und dann zu früh gelockert. Mallorca, Kroatien, Israel und Kalifornien. Nun steigen die Infektionen rasant und die Regierungen machen eine Kehrtwende. Stefan Niemann und Anna Leier aus Kalifornien, dem größten Bundesstaat der USA, dort leiden die Ärmsten unter der neuen Welle. Eine kalifornische Köstlichkeit, Weintrauben. Erntehelfer schuften für 13 Dollar pro Stunde unter der sengenden Sonne. Viele kamen aus Lateinamerika illegal über die Grenze, haben bis heute keine Papiere. Ohne ihre Arbeitskraft wäre die Landwirtschaft hier schnell am Ende. 3 Autostunden östlich von Los Angeles in der Wüste liegt das Coachella-Tal. Weil es hier 50 Grad heiß wird, fangen die Arbeiter schon morgens um 5 an. Auch wegen der vielen Corona-Fälle wurden ihre Schichten in den Plantagen verkürzt. Patricia war seit Monaten nicht mehr arbeiten. Sie muss sich um ihre Töchter kümmern, seit Schulen und Kindergärten geschlossen sind. Ihr Mann ist Mechaniker, sein karger Lohn reicht nicht für die Familie. Doch noch größer als ihre finanzielle Not ist Patricias Angst vor dem grassierenden Virus. Die Feldarbeit ist sehr riskant. Wir arbeiten zwar regelrecht vermummt, aber alle sind so dicht zusammen, man ist nicht wirklich geschützt. Allein die Toiletten sind gefährlich. Ich habe gehört, dass sich da welche infiziert haben. An Social Distancing, an Sicherheitsabstand ist hier nicht zu denken. Auch die Unterkünfte sind problematisch in Zeiten der Pandemie. Dicht gedrängt in Trailerparks, so sind die meisten Erntehelfer untergebracht. Hier lassen sich Infizierte kaum isolieren. Familie Rivera hatte Glück, ist in einer Sozialwohnung untergekommen. Die Miete hat nun erst mal eine Wohlfahrtsorganisation übernommen. Trotzdem macht sich Patricia große Sorgen. Die Nachrichten zeichnen ein dramatisches Bild von der Corona-Krise in Kalifornien. Ich glaube, die Fallzahlen steigen, weil die Menschen das Virus nicht ernst nehmen. Die gehen wieder raus und feiern. Die Casinos waren wieder auf. Auch Restaurants und Bars. Die Menschen treffen sich also wieder und vergessen all die Vorsichtsmaßnahmen. Sie haben einfach nicht genug Angst. Kalifornien habe die Krise zunächst gut gemeistert, findet Patricia. Dann habe der Gouverneur aber viel zu früh wieder aufgemacht. Dadurch erlebe man nun beides, bedrohlich steigende Infektionszahlen und Verunsicherung auf dem Arbeitsmarkt. Schier endlos die Autoschlangen, wo immer Essen an Bedürftige verteilt wird. Die Corona-Krise rückt Millionen Amerikaner an den sozialen Abgrund. Das Geld reicht noch für Benzin, aber nicht mehr für die Miete. Da sind Lebensmittelspenden hoch willkommen. Es läuft gut, aber ziemlich hektisch, wie Sie sehen. 2 Teams arbeiten wie um die Wette. Wir erwarten heute 650 Autos. But we expect 650 today. Auch Patricia holt sich eine Wochenration. Nur für die Fahrt zur Foodbank verlässt die junge Mutter mit ihren Kindern das sichere Haus. Sie haben mir Eier und Würstchen mitgegeben, Früchte, Gemüse, Suppen, Reis und Kaffee. Ich weiß nicht, wie wir ohne diese Spenden vom Center Galilei über die Runden kommen sollten. Wir müssten den Gürtel wohl noch enger schnallen. Patricia und die Erntehelfer im Coachella-Tal könnten auch Kaliforniens staatliche Corona-Hilfe beziehen. Doch sie scheuen Fragebögen und Formulare, da ihnen die US-Aufenthaltsgenehmigung fehlt. Und so ackern sie weiter in der Hitze und können nur hoffen, dass sie vom Virus verschont bleiben.